Ja, hallo und willkommen zurück auf unserer Couch. Heute wieder mit der bezaubernden Madeleine, die heute bei uns ist, um uns den Schnellstartbonus zu erklären. Herzlich willkommen bei uns auf der Couch, Ja, vielen Dank, liebe Hanna. Wir sprechen heute über das Thema Schnellstartbonus. Es wird im Englischen heißt es Fast-Start-Bonus und es ist auf dem Vergütungsplan wirklich eines der wichtigsten Themen. Deswegen ist es auch super wichtig, dass man Verständnis davon hat. Denn wenn du mit deinem Business anfängst, wird es das erste sein, womit du Geld verdienst. Und es ist tatsächlich ganz aufregend am Anfang. Ich erinnere mich gut, dass das erste Mal, wo ich einen Fast-Start-Bonus bekommen habe, hatte ich dann wirklich das Gefühl, es ist möglich, mit doTERRA Geld zu verdienen. Meine Leistung, mein Effort, diese Öle mit der Welt zu teilen, wird belohnt und zwar relativ direkt. Der Schnellstartbonus wird wöchentlich ausbezahlt. Und ja, darüber sprechen wir heute über dieses Thema. Schnellstartbonus auf deinem Vergütungsplan. So die Grundlage von allen Businessgesprächen, die wir hier haben, ist, dass du diesen Vergütungsplan kennst und hast. Den gibt es in verschiedenen Quellen online, auch zum Beispiel bei doterraeveryday.eu. Und der Schnellstartbonus ist hier dieses mittlere Feld mit diesen drei Männchen 20, 10 und 5%. Und darüber sprechen wir jetzt heute. Hanna, ich würde dich bitten, dass du ein paar Stichpunkte mitschreibst. Ja. Auf die rechte Seite. Und zwar der erste Punkt, die Voraussetzung bei doTERRA, um Geld zu verdienen, um sich für Provisionen qualifizieren zu können, ist eine Eigenbestellung monatlich von 100 PV. Das heißt, gerne hinschreiben 100 PV im Treueprogramm. Für mich ist es ein sehr schlüssiges Konzept. Wenn man mit einem Produkt arbeitet, dann ist es einfach wichtig, dass man es kennt, dass man weiß, von was man spricht, die Produkte kennenlernt, die Nahrungsergänzung kennenlernt und dafür bestellst du selber für mindestens 100 PV einmal monatlich. Das ist eine der Voraussetzungen. Das zweite Besondere beim Schnellstartbonus ist, dass er wöchentlich ausbezahlt wird. Im Vergleich zu den anderen Bonis wie Power of Three, Unilevel, die einmal im Monat ausgezahlt werden, wird der Schnellstartbonus einmal pro Woche ausbezahlt. Und der dritte Punkt, den du bitte notierst, ist, dass der Schnellstartbonus Enroller abhängig ist. Und Enroller ist die Person, die jemanden einschreibt. Ich male das Ganze jetzt auf. Jetzt nehme ich den schwarzen Stift. Ich bin hier in meiner Struktur oder du. So. Und ich schreibe eine Freundin ein, die Maria. Du hast ja auch immer, wenn du jemand Neues einschreibst, einen Effort, einen zeitlichen Invest, einen energetischen Invest. Du sprichst mit Maria, zeigst ihr, was es für Öle gibt, was es für Sets gibt. Du begeisterst sie für die ganze Sache. Und Maria entschließt sich dann aufgrund deiner tollen Art und wie du es ihr präsentiert hast und dass sie einfach Vertrauen in die Öle gewonnen hat, entschließt sie sich dadurch ein Home Essential Kit zu kaufen. Dieses Home Essential Kit kostet netto 220 Euro. Wir reden hier immer von den Nettopreisen, denn je nach Land ist der Preis, der Bruttopreis der Kits ein unterschiedlicher. So, was bedeutet das? Der Schnellstartbonus heißt für dich, dass du 20% von diesem Nettowert bekommst. Und zwar wären 20% jetzt 44 Euro. 20% ungefähr 44 Euro. Zur Erinnerung, er wird wöchentlich ausbezahlt. Das heißt, wenn du die Maria am Donnerstag einschreibst, spätestens am Donnerstag in der Woche drauf, hast du auf deinem Konto wirklich 44 Euro. Das heißt, es geht relativ schnell. Du bekommst es, weil du der Enroller von Marina bist. Das heißt, E für Enroller. In einem anderen Video sprechen wir auch über den genauen Unterschied zwischen Enroller und Sponsor, denn da gibt es einen wichtigen Unterschied auch in Bezug auf die Provisionen. Man könnte sagen, Enroller ist der die Person einschreibt. Ganz genau. Okay. Enroller ist der deutsche Einschreiber. Ja. Ganz genau. So, mich hat jetzt eine Freundin eingeschrieben. Wir nennen sie Anke. Die Anke ist mein Enroller. Und die Anke bekommt jetzt nicht mehr 20%, aber was sie bekommt, sind 10%. Das heißt, es geht eine Stufe nach oben mit 10%. Das heißt, sie bekommt von diesem Home Essential Kit von Maria, bekommt sie noch 22 Euro. Und der Schnellstartbonus geht jetzt noch eine Ebene nach oben. Also es sind drei Ebenen, mit denen wir sprechen hier. Auch schwarz, eine Ebene geht es noch nach oben. Und das hier ist der Tim. Der Tim ist der Enroller von der Anke. Und der Tim bekommt
5%. 5%. Eine Ebene nach oben geht es noch 5%. Das heißt, er bekommt am Home, vom Home Essential Kit von der Maria bekommt er ungefähr 11 Euro. Und wie, über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt hier? Wie lang ist es für immer oder ist es? Ja. Wäre ja auch nicht. Ja, super Frage. Der Schnellstartbonus wird in den ersten 60 Tagen ausbezahlt, die Maria ihr Vorteilskundenkonto bei doTERRA hat. Ist ein super Punkt, den du da ansprichst, denn es ist so, wir reden jetzt von einem Optimalfall. Die liebe Maria ist mit ihrem Home Essential Kit so glücklich, das hat sie im März gekauft, dass sie im April direkt ins Treueprogramm einsteigt. Und sie sagt, ich habe mir so eine Liste gemacht mit 5-6 Ölen und der Nahrungsergänzung, das möchte ich nachbestellen. Das heißt, im April steigt die Maria ins Treueprogramm ein und bestellt für 100 PV. Dann ist sie weniger als 60 Tage dabei. Das heißt, das gleiche Prinzip greift wieder. 100 PV bestellt sie. 100 PV ist ungefähr 100 Euro netto. Sie bestellt für 100 Euro. Ich bekomme 20%, 20 Euro. Die Anke bekommt 10%, 10 Euro. Der Tim bekommt 5%, 5 Euro. Im nächsten Monat, im Mai, ist die Anke, sagen wir, 55 Tage dabei. Die Maria. Die Maria, Entschuldigung. Dann und bestellt wieder für 100 PV, dann gilt das Gleiche. So, ab dem 61. Tag, wo die Maria bei doTERRA ihr Konto hat, gilt dieser Schnellstartbonus nicht mehr. Okay. Das heißt, du kannst gerne hier noch hinschreiben, 60 Tage ab Einschreibung. Ab dem 61. Tag gilt der Schnellstartbonus nicht mehr. Was dann greift, ist der sogenannte Unilevel, über den wir in einem anderen Video sprechen. Da sind die Prozentsätze erstmal geringer. Da macht es dann das Volumen deiner Struktur. Dann bewegen wir uns in Prozentsätzen zwischen 3% und 7%. Es erscheint dann erstmal weniger. Da kommen aber andere Faktoren hinzu. Aber 60 Tage lang gilt dieser Schnellstartbonus. Okay, super. Also wie ihr seht, das ist schon mal ein super Anreiz für die erste Zeit, gerade um vielleicht auch sich selber die ersten Bestellungen mal zu finanzieren. Weil wenn man am Anfang investiert in Home Essential Kit, ist ja doch immer ein bisschen Invest. Und wenn man dann so 3-4 neue Ölfans im Monat begeistern kann, hat man das eigentlich schon wieder drin, oder? Das finde ich eigentlich eine super Sache. Und es soll inspirieren und motivieren, die Öle wirklich zu teilen und die in die Welt zu tragen. Denn es ist einfach ein kleiner Energieausgleich dafür, dass du jemanden zu doTERRA gebracht hast. Und wenn man 2-3 Leute im Monat einschreibt, dann hat man, wie gesagt, eigentlich seine eigene Treuebestellung schon abgedeckt und es ist tatsächlich ein super System, um zu starten. Das ist, finde ich, super. Und gerade in die eigene Gesundheit zu investieren, macht sowieso am meisten Sinn, wie ich finde. Ganz genau. Super. Vielen Dank für eure Zeit. Und wie auch immer, wie immer, ihr schon von uns wisst, wenn ihr Rückfragen habt, gerne eine Nachricht schreiben. Danke. Und danke auch dich. Sehr gern. Bis zum nächsten Video.